Vorhin hattest du deine Tauchmaske vollständig geflutet. Lass uns jetzt versuchen, sie unter Wasser ganz abzunehmen und wieder anzulegen. So wie du das tun würdest, wenn du während des Tauchgangs ein Problem mit der Anpassung des Maskenbandes hättest. Wenn du die Maske wieder aufsetzt, pass gut auf, dass ihr Versiegelungsrand gut auf deinem Gesicht sitzt. Abgesehen davon unterscheidet sich diese Übung nicht wesentlich von der Entleerung einer völlig gefluteten Tauchmaske.